Am heutigen Donnerstagmorgen bekamen die Rettungskräfte den Notruf zu einem Scheunenbrand in Wildenfels, Ortsteil Wiesen. Bereits beim Ankommen sahen sie Rettungskräfte die Scheune in der Kirchberger Straße im Vollbrand stehen und forderten sofort Verstärkung an. Alle Details dazu erfahren Sie jetzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte erkannten diese sofort die Gefahr, dass sich das Feuer auf ein anliegendes Wohnhaus ausbreiten könnte. Durch den schnellen Einsatz konnte dies jedoch verhindert werden. Trotz der Löscharbeiten war die Scheune bis auf die Grundmauern abgebrannt. Auch das Wohnhaus kam nicht ganz ohne Schäden davon. Vor Ort waren insgesamt 15 Fahrzeuge und 76 Kameraden der Feuerwehren aus Wiesenburg, Wildenfels, Wilkau-Haslau, Silberstraße, Schönau und Kirchberg. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursachenermittler der Polizei waren vor Ort, um die Ursache des Feuers zu klären. Der Schaden wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt.